Der erste Monat Projekt 333 ist vorbei. Heute gibt es ein etwas besonderes Lookbook. Und was an dem Lookbook so besonders ist, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute wieder über den nachhaltigen Kleiderschrank. Und dieses Mal gibt es eine Besonderheit. Ich habe es ja schon im Intro gesagt, ich mache das Projekt 333. Wer mir auf meinem Zweitkanal folgt, weiß schon, was das bedeutet. Ich komme 3 Monate mit 33 Kleidungsstücken aus. Besonderheiten sind zum Beispiel so Bewerbungsoutfits oder Sportoutfits, weil ich mache gerade fast jeden Tag Sport und da habe ich einen sehr großen Verschleiß. Nachtklamotten beispielsweise, keine Unterwäsche, keine Socken, das wird alles nicht mitgezählt, aber alles andere. Und soll so ein bisschen den Fokus wieder auf das lenken, was man hat. Und dieser eine Monat ist jetzt spielend leicht vorbeigegangen. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Denn in meiner Welt mache ich das Ganze bis Ende Mai und dann wird es nämlich warm. Und dann brauche ich nämlich meine Stoffhosen, denn ich habe nur Jeans. Und wenn es zu warm ist, muss ich natürlich cheaten, das ist klar. Es gibt dazu ein Video auf meinem Zweitkanal, falls du es angucken möchtest. Denn hier gibt es heute nur das Lookbook und wir sprechen nur über die Dinge, die ich so angezogen habe. Im Outfit Nummer 1, ich habe das wieder schön aufgeschrieben, da trage ich mein gestreiftes Zara-Shirt. Das liebe ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das anziehe, ich mag das, ich mag den Schnitt. Ich hatte mal so ein ähnliches Shirt in grün. Das ist relativ schnell auch kaputt gegangen. Nee, ich hatte das länger, aber das ist eins von diesen Teilen gewesen, die du wegschmeißt, weil sie total kaputt sind. Und an das erinnert mich das genau. Und die Kombination mit der grauen Jeans und den schwarzen Stiefelchen, die kennen wir schon aus anderen Videos und das liebe ich halt einfach, weil das funktioniert für mich ganz gut und kaschiert meine Figur so ein bisschen, weil es ist ja kein Geheimnis, ich habe ja abgenommen. Und die Hose lässt wirklich meine Beine dünner wirken, hätte ich nicht gedacht. Ihr könnt übrigens alle Kleidungsstücke oder fast alle Kleidungsstücke, zum heutigen Zeitpunkt habe ich noch nicht alle Kleidungsstücke durch, aber fast alle Kleidungsstücke könnt ihr auf Instagram sehen. Mein Profil findest du unten in der Infobox verlinkt. Jetzt machen wir mal Outfit Nummer 2 und da trage ich das Cookie-Oberteil. Das trage ich ja auch recht gerne. Aber wenn es jetzt wärmer wird, wird das nicht mehr so getragen werden. Wie soll ich es ausdrücken? Also das ist halt halb Bluse, halb Pulli und da schwitzt du halt echt mega schnell dran. Und ich versuche natürlich jetzt so viel wie möglich aus meinen Kleidungsstücken rauszuholen. Und da trage ich nämlich auch wieder die graue Hose dazu. Das passt dann einfach gut. Und die Ricker Boots. Und die werde ich höchstwahrscheinlich zum Schuhmacher bringen. Weil wenn die abgelaufen sind, weil ich mag die echt gerne, habe ich festgestellt. Ich mag die wirklich gerne. Im Outfit Nummer 3 trage ich einen grünen Pulli. Der ist, glaube ich, ursprünglich von Esprit oder so. Da ist alles rausgeschnitten. Den habe ich immer auf dem Flohmarkt gekauft. Im Allgemeinen, ihr wisst ja, alles Secondhand gekauft. Aber der grüne Pulli, der ist vom Flohmarkt. Dazu trage ich wieder die graue Jeans. Und bei der wird es... Ich hätte nicht gedacht, dass es meine Lieblingsjeans wird, aber die werde ich recht fix kaputt machen. Und auch da trage ich wieder die Ricker Boots. Im Outfit Nummer 4 trage ich wieder so ein festes Outfit. Ich habe aber wirklich angefangen, die Klamotten untereinander zu tauschen und schon sieht es irgendwie so ein bisschen anders aus. Und das ist wirklich gut. Also, dass man kreativ wird, wenn man weniger Kleidungsstücke zur Verfügung hat, ist mega gut. Und jetzt aber ein festes Outfit, lila Michalski-Pulli, den habe ich auch vom Flohmarkt, habe aber ein paar Euro gezahlt. Meistens trage ich Tok Tok Leggings, wollte mir jetzt aber von anderen Marken mal noch Leggings angucken, weil die zweite und die dritte Leggings von Tok Tok mich nicht überzeugt hat. Da konnte ich mit dem Finger in ein Loch reinmachen. Das ist nicht so gut. Und auch da trage ich wieder die Ricker Boots, weil die das Bein halt einfach auch ein bisschen verlängern. Und ich die Schuhe halt einfach liebe, ne? Wir sind halt ein fester Bestandteil in meinem Projekt 333 und halt ein passender Schuh, wenn es halt
so ein bisschen nasskalt wirst, dann passt der Schuh einfach super. Das Outfit Nummer 5 ist jetzt nicht mein Lieblingsoutfit, ne? Also so Hoodie, und ich trage diesen Hoodie mit Blumen, ist bei mir nur funktionell. Na, also es ist so ein Zwiebellook. Da kann man halt einfach eine Lage ausziehen, weil ich bin halt schon verfroren, also bin da schon ehrlich und bin dann ganz froh, wenn ich mal was ausziehen kann. Mein grünes T-Shirt, das ist nachhaltig, habe mir nachhaltig gekauft, habe ich aber auch schon ewig lange und ist schon zigmal in der Wäsche gewesen. Langsam sieht man es ihm an, aber hat auch schon einige Wäschen überlebt, muss man sagen. Meine Sessil-Jeans trage ich, die trage ich auch echt gerne, aber die passt nicht mehr so richtig. Weil das ist Hosengröße 33 und jetzt habe ich eher in Richtung 31. Also ich habe ein bisschen Bauchumfang verloren. Aber das schadet der Hose nicht, denn jetzt sitzt er fast ein bisschen lockerer und das macht es ganz nett. Und dazu trage ich meine roten Chucks. Kann mich nur daran erinnern, das war einer der ersten Tage, wo es nicht geregnet hat und wo ich mal die Chucks anziehen konnte, weil ihr wisst ja, Stoffschuhe, da darf es halt auch nicht regnen und auch nicht kalt sein. Ich muss mich übrigens fürs Wetter entschuldigen. Ich wollte heute wirklich mit natürlichem Licht drehen und jetzt ist es aber so bewölkt draußen. Ihr seht selber, das wird ständig hell, dunkel und das ist halt geschickter, wenn ich mit Tageslicht mache. Da kann ich die Brille auflassen und sehe ein bisschen mehr. Outfit Nummer 6, gestreiftes Shirt. Rot-blau, und das ist ein Shirt, was mir jetzt wieder besser passt, weil ich an Breite und Masse verloren habe. Das wurde immer kürzer, klar, der Bauch ist größer geworden und das Shirt natürlich, wie heißt denn die Marke? Ich hätte von der Marke so nie was gekauft, bin ich ganz ehrlich. Also, no way. Also, ich mag halt die Art von Shirts, weil du die ohne weiteres anziehen kannst. Das ist halt ein langes T-Shirt sozusagen. Und ich sag ja, ich bin verfroren und ich habe einfach auch mal geguckt, dass ich ein paar Kleidungsstücke da reinpacke, die halt eben nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt sind. Und da passt dieses gestreifte Rot-Blaue rein. Dazu trage ich wieder meine Sessil Jeans und die roten Chucks, die echt gut zu der Jeans passen, weil wie gesagt, die sitzt jetzt ein bisschen lockerer. Im Outfit Nummer 7 trage ich wieder den grünen Pulli, den ich schon mal getragen habe. Aber jetzt trage ich den grünen Pulli zur Mavi Jeans. Die passt mir leider so gar nicht mehr. Also die ist vorher über den Bauch gegangen und saß perfekt. Ne? Also da hat kein Speck an der Seite rausgedrückt, weil das halt einfach in die Hose eine gewisse Höhe hat. Aber jetzt ist die halt... Ich will mich nicht beschweren, dass ich abgenommen habe, geschweige denn angeben, was das betrifft. Aber wie gesagt, grüner Pulli, die Mavi Jeans und da trage ich dann auch wieder die Rika Stiefelchen. Die Punkte-Bluse ist schon länger nicht mehr zum Einsatz gekommen und ich trage die jetzt wieder lieber, weil als ich so ein bisschen mehr auf den Rippen hatte, habe ich mich nicht mehr so richtig wohlgefühlt in dem Ding. Jetzt geht's wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde mir aber gerne andere holen, weil die fällt so langsam auseinander, weil die hat lauter Löcher. Bleibt da immer im Gürtel oder so hängen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall trage ich die Punkte-Bluse mal zu der Mavi Jeans. Da passt sie auch ganz gut und ich kann es mir vorstellen, zu der Sessil Jeans passt sie auch super und zu der grauen passt sie so oder so. Aber wie schon gesagt, ich kann nicht immer die graue Jeans anziehen, dann ist sie halt im Windeseile kaputt. Und ja, mit der Mavi Jeans zusammen passt das eben auch ganz cool. Und auch hier trage ich wieder die Rika Stiefelchen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die mag. Ehrlich, also ich habe da drei Paar Stiefelchen geholt. Und mit den Rika Stiefelchen, nee, zwei Paar und ein Paar Pumas. Und mit den Rika Stiefelchen komme ich hier echt super klar, hätte ich echt nicht gedacht. Mein letztes Outfit, das Outfit Nummer 9, und da trage ich ein H&M-Shirt. Eins meiner letzten, was ich herkömmlich gekauft habe. Dieses T-Shirt geht nicht kaputt, das ist auch so ein Langarm-Shirt. Das geht nicht kaputt, das ist unkaputtbar. Ich will mich nicht beschweren, aber ich habe das schon so lange und das hat so eine enorm gute Qualität, das kann man nicht von vielen Sachen von H&M sagen. Ganz ehrlich, aber das hebt und hebt und hebt. Dazu trage ich wieder die graue Jeans, weil ich liebe sie einfach. Und ich habe halt nur mal drei Hosen zur Verfügung im Projekt 333.
Und dazu trage ich auch wieder die Rigor-Stiefelchen, weil die passen wirklich gut zu der Hose. Denn der Stiefel gibt Länge und die Hose macht ein relativ dünnes Bein, finde ich. Also fühle mich da halt echt wohl drin. Man merkt, da war die ein oder andere Wiederholung drin, weil ich halt eben die Auswahl meiner Kleidungsstücke verkleinert habe. Und ich liebe es einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte nicht gedacht, dass es mir so einfach fällt. Also der erste, also sind ja eigentlich schon fast 1,5 Monate vorbeigegangen. Jetzt habe ich noch, also es wäre auch fest, bin noch alt, jetzt habe ich noch 1,5 Monate und jetzt bin ich mal gespannt, wenn es wärmer wird, wie ich dann zurechtkomme. Aber es ist super, es macht so einen ganz anderen Blick auf den Kleiderschrank und ich bin gespannt, wenn ich wieder mehr Kleidungsstücke zur Verfügung habe, wie das Verhältnis dann zu meinen Kleidungsstücken ist. So, es hat sich dann bestimmt verbessert und man kann so ein bisschen rumexperimentieren wieder. Ich freue mich auf jeden Fall und sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!